die Ehre, für die Volkskultur des Landes einige Veranstaltungen durchzuführen. Und jetzt machen wir hier die Eröffnungsveranstaltung A Gaudimus sein. Ganz eine tolle Veranstaltung, wo wir eben den heimischen Chören die Auftrittsmöglichkeit geben. Und so wie es der Name schon heißt, A Gaudimus sein, das soll eine lustige, humorvolle Veranstaltung sein, wo Originale auftreten, wo Witze erzählt werden, wo die Leute einfach zum Lachen gebracht werden. Es ist das Kärntnerlied ja grundsätzlich eher schwerfällig. Das ist jetzt eine lustige Weise, Volksmusik, Kärntnerlieder einmal anders vorpräsentiert und dementsprechend mit Originalen die Stanzeln erzählen. Ich glaube, in Summe eine lustige Geschichte, die wir jetzt fortführen. Im Jahr 2009 war sie sehr erfolgreich und heuer gibt es wieder 5 Veranstaltungen. Und der Gesang ist ja sehr beliebt hier bei Ihnen in der Region. Keine Frage. Also das Singen ist ja der Atem der Seele, das wissen wir. Ja, ich bin ein Gurktaler Gebürtiger und wenn ein Gaudimus seinen Gurktal aufspielt, muss ich natürlich dabei sein. Ich hoffe, ich darf einen Witz erzählen. Das ist ja auch notwendig, dass die Leute sich gut unterhalten. Ich glaube, dass es einfach schön ist, dass man am Abend eine Gaudi hat und lachen kann und sich freuen kann, dass man sich gut unterhalten kann. Gestern war der Finanzminister Pröll in Kärnten und hat eine Telefonstunde gehabt mit einer Zeitung. Nur dann aus Himmelberg angerufen, aus meiner jetzigen Heimatgemeinde, sagt der Herr Finanzminister, kennen Sie den Unterschied zwischen einer Telefonzelle und der Finanzminister? Pröll denkt nach. Na, sagt er, den kenne ich nicht. Sagt er ganz einfach. In der Telefonzelle muss zuerst zahlen und dann wollen. Ein Finanzminister, du hast zuerst wollen und dann erst zahlen. Ja, nein, das war ja gar kein Witz. Auf einmal niedersitzen, loslassen, lachen, sich berieseln lassen und zuhören, die lustigen Geschichten und die sehr, sehr witzigen Dialekte und die schönen Lieder natürlich.